Das letzte Video hat uns ja gezeigt, wie mächtig der Energieerhaltungssatz ist, vor allem wenn man nicht weiß, wie die Oberfläche gerade verläuft. Allerdings sind wir davon ausgegangen, dass wir keine Reibung haben und naja, das ist ja wie immer nicht ganz so realistisch. Deswegen wollen wir uns diesmal noch ein anderes Beispiel angucken, bei dem wir auch mal ein bisschen mit Reibung arbeiten wollen und wollen dann mal gucken, was denn mit der Energie passiert in diesem ganzen Vorgang, wenn wir auch Reibung im Spiel haben. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier einen Fahrradfahrer, das hier ist ein Gefälle. Sagen wir mal, das hat einen Winkel von 5 Grad. Ja, 5 Grad. Und hier oben ist ein Fahrradfahrer. Ach hey, ein Fahrrad malen. Also so und so und so. Naja, du kannst dir ja vorstellen. So, da ist unser Fahrradfahrer. Und unser Fahrradfahrer hat eine Masse zusammen mit seinem Fahrrad von 90 Kilogramm. Und wir wissen auch, dass die, also das mache ich jetzt nur, um das Problem ein bisschen zu vereinfachen, wir wissen auch, dass die Kraft, die uns entgegenwirkt aufgrund von Reibung, also die Reibungskraft, dass die, sagen wir, 60 Newton ist. Okay? Also wir hätten natürlich jetzt eigentlich den, ich hätte auch eigentlich den Haftreibungskoeffizienten geben können und dann hätten wir das selber bestimmen müssen. Aber nehmen wir mal der Einfachheit halber hin, wir wollen uns ja mit dem Energieerhaltungssatz beschäftigen, dass wir die Reibungskraft schon gegeben haben. Und wir wissen auch, dass dieser Berg hier eine Länge von 500 Metern hat. Das hier sind 500 Meter. Und wir wollen jetzt wissen, wenn unser Fahrradfahrer da unten ankommt, wie schnell würde er denn sein, wenn er hier unten ankommt? Wenn er hier lang fährt? Fragezeichen. Und dafür berechnen wir am besten erstmal, wie groß seine potenzielle Energie ist am Anfang. Und dann schauen wir, wie viel Energie verloren geht durch die Reibung. Und dann hat er hier unten ja nur noch kinetische Energie und dann können wir die Geschwindigkeit bestimmen. Also, Schritt Nummer 1, wir brauchen die Höhe. Die Höhe. Okay, und die Höhe, ich denke, das ist die langsam in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist einfach nur Trigonometrie. Wir wissen, das hier ist die Hypotenuse. Wir wollen die Gegenkathete haben. Müsste also so groß sein wie 500 Meter mal dem Sinus von 5 Grad. Sinus von 5 Grad. Versuch mal ordentlich zu schreiben. Zur Abwechslung. Und fangen wir mal den Taschenrechner. Also, das sind 500 mal Sinus von 5. Das sind 43,6. Das sind also 43,6 Meter. Meter. 6 und Meter. Das heißt, seine potenzielle Energie, wenn er hier oben ist. Schauen wir es mal hier hin. Seine potenzielle Energie ist hier. Seine Masse, also 90 Kilogramm. 90 Kilogramm mal die Höhe, in der er sich befindet. Das sind 43,6 Meter. Mal die Fallbeschleunigung. Mal 9,8. 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Und das wäre dann, Taschenrechner, 90 mal 43,6. Mal 9,8, ziemlich viel auf jeden Fall, 38.455. 38.455, war das richtig? 38.455, ja, das passt. Also 38.455 und Joule natürlich, ist ja Energie. So, jetzt wissen wir, wenn er hier unten angekommen ist, wird er auf jeden Fall nur noch kinetische Energie haben. Aber wir wissen auch, wir werden auf jeden Fall ein bisschen Energie verlieren in Anführungsstrichen, und du kannst dir ja schon mal Gedanken machen, wo die Energie denn hingeht. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was verlieren an die Reibung. Also wir wissen ja, machen wir es mal so. Hier unten haben wir nur noch kinetische Energie. Also nehmen wir mal hellblau. Wir wissen, dass die kinetische Energie, die wir zum Schluss haben werden, also an diesem Punkt hier, ich mache mal ein X hin, ist genauso groß wie unsere potenzielle Energie am Anfang. Wie unsere potenzielle Energie am Anfang minus die Energie, die wir verloren haben durch die Reibung. Also ich schreibe mal minus verlorene Reibungsenergie. Also müssen wir jetzt nur noch rausfinden, die potenzielle Energie vom Anfang haben wir ja, also müssen wir nur noch rausfinden, wie groß denn eigentlich die Reibungsenergie ist, und ich denke, das ist relativ naheliegend. Wenn wir jetzt hier runterfahren, dann, und
dann würde uns ja die Dings abbremsen, die Reibungsenergie. Das heißt, die Reibungsenergie macht ja nichts anderes als Arbeit zu verrichten. Also die Reibungsenergie verrichtet ja Arbeit. Und die Arbeit, haben wir gesagt, berechnen wir mit der Kraft mal dem Weg. Das heißt, wir wissen schon, dass die Reibungsenergie 60 Newton ist. Das wäre ja dann die Kraft hier, die auf uns ausgewirkt wird. Und das macht sie ja 500 Meter lang. Also ist die Energie, oder ich schreibe mal hier, machen wir es, wie machen wir es, wie machen wir es? Ich schreibe es nochmal extra hin. Also die kinetische Energie ist also genauso groß wie unsere potenzielle Energie. Ich schreibe es mal schon mal hin. Das sind dann 83.455 Joule. Minus die Arbeit, minus diese Arbeit hier, und das sind ja 60 Newton, also die Arbeit, die, falsche Farbe, die Arbeit, die sozusagen die Reibung verrichtet, um uns aufzuhalten, die klaut uns sozusagen ein bisschen Energie, 60 Newton mal, und die Höhe war, oder die Länge, besser gesagt, die Länge von unserem Gefälle war 500 Meter. 500 Meter. Dann siehst du auch schon, das passt wieder mit den Einheiten, das wären Newtonmeter. Und das ist ja genauso viel wie Joule. Das heißt, unsere kinetische Energie, wenn wir unten sind, ist, na gut, das können wir auch im Kopf ausrechnen, sehe ich gerade, 60 mal 500 sind 30.000, ja. 30.000, ja. Also haben wir noch übrig, wenn wir unten angekommen sind, 8.455 Joule. Also du siehst schon, das ist eine ganz, ganz gehörige Portion, die uns hier verloren gegangen ist. Aber okay. Du kannst dich aber auch mal fragen, wo die Reibung überhaupt herkommt, also warum wir überhaupt Reibung haben. Ich glaube, das, oder was die Reibung hier eigentlich verursacht, sozusagen. Und in der Zwischenzeit können wir uns ja noch darum kümmern, herauszufinden, wie schnell wir sind. Wir wissen also, kinetische Energie ist so groß. Und wir wissen auch, die kinetische Energie ist das gleiche wie ein halb Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Also die Masse, die kennen wir, die ist 90. Die ist 90 Kilogramm. Also sind das zusammen hier 45 Kilogramm. Also teilen wir einfach durch 45 Kilogramm. So, da brauchen wir wieder unseren Taschenrechner. Wir haben 8.455 geteilt durch 45 Kilogramm ist 187, machen wir 187,9. Sind also nur noch 187,9, und jetzt Achtung, wir haben ja durch Kilogramm geteilt, also bleibt von der Einheit hier nur noch Meter zum Quadrat durch Sekunde zum Quadrat übrig, und das ist genauso groß wie unsere Geschwindigkeit zum Quadrat. Und die Wurzel noch gezogen, ziehen wir noch die Wurzel 187,9 und daraus die Wurzel 13,7. 3, ups, 13. 7 Meter pro Sekunde. Und das war es auch schon wieder. Damit sind wir schon wieder fertig. Das heißt, uns hat die Reibung hat uns echt ziemlich viel an Energie gekostet. Und zwar 30.000 Joule. Also das hört sich natürlich schon allein deswegen viel an, weil die Zahl relativ groß ist. Aber wenn du es prozentual sehen würdest, wenn wir das aufrunden auf 40.000 und das hier auf 10.000, dann ist 3/4 unserer ganzen Energie verloren gegangen, nur aufgrund der Reibung. Und das ist natürlich echt viel. Also du kannst ja zum Spaß mal ausrechnen, was gewesen wäre ohne Reibung. Wie schnell wir dann hier unten gewesen wären. Und hättest dann mit Sicherheit auch gesehen, okay, das wäre wahrscheinlich, ich vermute mal, ziemlich utopisch gewesen. Also ich hoffe, ich habe dir ein bisschen weiterhelfen können. Wir sehen uns im nächsten Video.